Ich würde gleich bitten, einfach mal am Deck zu bleiben und noch nicht in das Schiff reinzugehen. Aber ihr seht hier ein riesengroßes Luftschiff. Einer kann oben gleich mal einen Knopf drücken und die Brücke ausfahren. Mir wird schwindelig. Ich habe Höhenangst. Müssen wir das tun? Lift hättest du auch getan, oder nicht? Oh, nee. Oh, oh. Oh, nö. Ich wusste, dass wir ein Piratenprojekt haben. Arr, ihr Landratten. Wir kennen über die, also, ich über die Planke, Kenji. Nein. Bin gleich da. Jetzt da. Stellt euch irgendwo gerne hin, dass ihr eine gute Aussicht nach draußen und nach unten habt. Und wenn ihr bereit natürlich seid. Natürlich sind die Ersten wieder an der Kanone und versuchen alles zu hängen. Oh, das Schiff hat sich durchschlagen. Das Schiff, Marco, wenn es möglich ist. Und zu, Lunte brennt. Cool. Ja, ihr seht, die Kanonen, die funktionieren tatsächlich auch und können auch tatsächlich funktionieren. Ja. Können wir euch ja gleich abschießen. Ich stehe ganz vorne, möchte jemand Titanic machen? Kenji ist schon. Ja, wir machen gerade Titanic. Bin ich da vorne, ich hab dich. Aufs Maus lösen? Bitte? Ist ein bisschen Space, kannst du bitte in die Kanone reinklettern? Die nackte Kanone, oder wie? Dann? Nein! Im Ruder. Also ich meine, ihr kennt doch den Film, oder nicht? Ja, klar. Also. Ihr Lieben, seid ihr bereit, dass wir abheben können? Es wird Zeit, dass wir unsere Reise starten. Spoiler doch ja, nicht, dass das Ding geht. Dann schaut gerne mal runter vom Schiff und ich würde sagen, wir heben ab in 3, 2, 1. Wir abheben, du bist doch schon abgehoben, Joe. Der Boden ist dann mit abgehoben. Der Boden hat mit abgehoben. Der macht mit. Okay, also ja, jetzt sind wir schon mitbekommen, wir befinden uns jetzt plötzlich in der Luft. Die Idee ist tatsächlich, dass wir dieses Jahr mal was komplett Neues machen. Bis jetzt gab es Create immer auf dem sicheren Boden. Dieses Jahr verlassen wir den sicheren Boden und werden aus Create das erste Mal ein Skyblock-Projekt machen. Was das bedeutet? Wer möchte es erklären? Ja, Marco. Im Grunde fliegen wir jetzt quasi ins ewige Void und von da aus kann dann jeder auf einer eigenen Insel oder Teams auf einer eigenen Insel starten und von da aus seine ganzen Ressourcen aus den Starter-Items farmen. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie einen großen Bohrer zu bauen und sich durch die Welt zu bohren. Nein. Sondern man muss sich alles, dass man alle Ressourcen farmen. Ich baue den Void-Bohrer. Ich baue durch die anderen Inseln. Oh. Ich baue den Void-Bohrer. Das heißt, wir müssen uns wirklich alles aus dem erstellen, was wir am Anfang bekommen. Es gibt nichts Externes. Genau. Das ist ja krass. Ihr könnt euch alles aus mehr oder weniger. Ja, das ist geil, Vloggen. Das ist aber geil. Und ihr werdet gleich, wenn wir auf dem Server sind, auch eine Starterinsel auswählen können. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitstypen. Es kann sein, dass von euch jemand sagt, ich bin ein richtiger Schwitzer, lass mal eine Hardcore-Map machen. Oder ihr sagt, nee, ich möchte lieber was Einfaches haben. Ihr könnt auch gemeinsam eine Insel betreten. Wir werden euch gleich erklären, wie das funktioniert. Aber erstmal haben wir noch eine kleine Showcase vorbereitet. Die befindet sich im Innern des Schiffes. Deshalb, die Ausstellung ist eröffnet. Schaut euch gerne an. Da seht ihr ein paar Dinge, die wir dieses Jahr dem Modpack hinzugefügt haben. Hier im Keller. Okay. Diese Trophies sind neu, oder? Ja. Oh mein Gott. Wer hat den Fuchs geschlachtet? Oh. Ich. Handcraft dabei. Jetzt ist gerade nicht anwesend, schon wird der Fuchs geschlachtet. Was gibt ihr denn da? Es gibt Fahrstühle, ihr könnt dort quasi mit dem Mauswheel das Stockwerk auswählen und dann mit Rechtsklick bestätigen. Creator Boots? Creator-Rüstung. Ja, also, cool. Wenn euch langweilig ist, könnt ihr euch natürlich das auch mal reinziehen. Also, das ist für die richtigen Schwitzer, ne? Genau. Aber wenn ihr diese Rüstung dann, genau. Ich kann das mal ganz kurz sagen, es gab letzte Staffel Leute, die gesagt haben, ja, ich brauche aber irgendwie ein finales Item, das ich herstellen möchte. Nein, und ihr habt wieder so eine kranke Fluid-Sache gemacht, ne? Oh mein Gott. Ein bisschen schwerer als normale Rüstung. Nein, das ist ja gottlos. Ich bin hier eingesperrt. Also, ich bin beeindruckt, wenn es einer ich bin beim Fahrstuhl hier, Marco. Dann schafft's, sag ich. Wo bist du eingesperrt? Der wird nicht schlafen. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, der mechanische Roller, die der ist cool. Okay, ich liebe es. Ich mach Dönerladen. Ich mach Imbiss. Ja, wir haben Fritten, wie ihr seht, quasi eine Frittiermaschine könnt ihr euch mit dazu packen. Also das ist mit neu. Wir haben hier neue Verarbeitungssysteme. Wir haben neue Formen von Energie hinzugefügt. RGB, willst du was zu den Energien kurz sagen, die wir jetzt neu dazu haben? Ja, wir haben hier drei verschiedene Arten von Energie. Wir haben einmal natürlich die primäre, die SU, die Create-Energie. Die kennt ihr ja alle schon. Dann gibt's noch elektrischen Strom. Den hatten wir letztes Jahr auch. Dieses Jahr ist es von einer anderen Mod, ein bisschen andere Ausführung. Bisschen aufwendiger, aber auch cooler und weniger verbuggt. Und es gibt dieses Jahr auch noch Wärmeenergie. Mhm. Also ihr müsst quasi eure beheizten Sachen nicht, also später zumindest, nicht mehr zwangsläufig mit Blazen beheizen, sondern habt da andere Möglichkeiten, das über Heatpipes und Wärmepumpen und Solarpanels und so zu beheizen. Cool.
Junge, fortschrittlicher als das. Genau. Und am Anfang wird es so sein, wenn wir gleich auf den Hauptserver gehen, dann werdet ihr euch eine Starterbase erstellen können und seid erstmal sehr weit voneinander entfernt. Ihr werdet am Anfang ein bisschen grinden müssen. Wir haben uns aber auch Gedanken gemacht für Leute, die etwas später ins Projekt dazukommen, dass wir denen ein bisschen was zur Verfügung stellen. Das End werden wir sehr spät erst öffnen, also wahrscheinlich erst in 2 Wochen. Wir werden auch noch mal drüber abstimmen, wann wir das machen. Mhm. Nether ist, glaube ich, schon von vornherein möglich, wenn ihr es schafft, ihn zu betreten. Und ja, es gibt viele neue Sachen, die dazugekommen sind. Zum Beispiel auch hier, wie ihr seht, mit Enchanten könnt ihr arbeiten. Also letzten Endes könnt ihr irgendwie alles möglich machen aus Void. Ja, also was man halt auch nochmal sagen muss, im Vergleich zu den letzten Staffeln ist diesmal wieder der Fokus voll auf Create gelegt. Denn wir haben halt vor allem wirklich nur Create-Addons und jetzt nicht irgendeine Word-Generation, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Deswegen, ja. Das ist ja geil. Aber also ich finde es auch nice, wie ihr diesmal hier diese Showcase-Dinge habt. Das ist cool gemacht. Aber ist das hier neu, hier dieses dieser Mechanical Roller? Ja, ne? Oh ja, oh ja. Ja. Schaut euch mal das an hier. Hier kann man einfach so einen Messerdreher machen. Ja, auch irgendwie cool, ne? Müsst du dich da mal reinlegen? Ich wollte gerade sagen, ich kann mir da ganz böse Dinge mit vorstellen. Da kann man sehr, sehr böse Dinge machen. Ich hab eine Idee. Der Lama-Schredderer ist outdated. Da seht ihr quasi, das ist hier eine Maschine für, wie heißt die nochmal? Frittata, also quasi, ne? So. Ja, das hinten ist eine Frittata. Da ist rein, um sich das anzuschauen. Was? Kann man sich das Schiff hier nochmal dann anschauen, wenn es nachdem es losgegangen ist? So, ja, wir müssen gucken, das ist jetzt ein anderes Schiff. Mhm. Okay. Aber das ist nicht der Spawn. Das ist, nee. Ja, nicht ganz, wirst du gleich sehen. Nicht ganz, okay. Genau. Nicht ganz. Oh. Ja, habt ihr alles gesehen? Denkst mal. Ich glaube. Wichtig, also nochmal, seit dem letzten Create gab es noch einige Änderungen von Create selbst, der Mod. Also hinzugekommen sind die Fahrstuhlblöcke, die sind ziemlich spannend. Es sind noch hinzugekommen Interactions, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ein sich bewegendes Konstrukt damit zu interagieren. Und auch ein sehr cooles Feature ist hier dieser Roller, der hinzugekommen ist, der automatisch einen Boden platzieren kann und austauschen kann. Das wäre natürlich im Sky ganz lustig, also bin mal gespannt, wie man das nutzen kann. Kann man da auch eher austauschen einfach? Ja. Okay, cool. Es gibt Möglichkeiten, ja. Man fährt einfach ziemlich zum Nachbarn rüber. Mhm. Genau. Das heißt, ihr könnt Maschinen bauen, die eigentlich dann für euch sozusagen eure Zugstrecke bauen, während sie fährt. All das ist möglich. Gut. Es gibt ein Advancements Tree von RGB, der nochmal eingeführt worden ist. RGB, wie kann man den aufrufen? Sobald man das erste Holz abbaut, schaltet er sich frei. Gut. Also sobald ihr bereit seid, würde ich sagen, docken wir an. Alle da? Bei Sparkle. Ja, hallo. Bist du nicht? Da, ja. Heiko ist da. Heiko hört es. Moin, moin. Moin, Heiko. Moin. Ja, Heiko. Man hört so 40 Teilnehmer hinten noch so. Man hört so die LAN-Party noch. Ja. In dem Schiff drin befindet sich etwas, was erst für später relevant wird. Das ist noch nicht freigeschaltet. Deshalb bitte betretet das Schiff nicht. Okay? Ich habe gesehen, danke. Basti zockt, freut sich schon. Ich habe versucht, Exploits zu verhindern. Also selbst wenn ihr euch versucht, rein zu teleporten, werdet ihr wieder rausgeportet. Was das genau ist, verraten wir dann, wenn es soweit ist. Es geht jetzt gleich los. Das heißt, ihr solltet euch gleich Gruppen überlegen. Am besten erstellt ihr euch dann einfach Voice-Chat-Gruppen, mit denen ihr redet. Und ihr könnt das Spiel dann offiziell mit der Taste L beginnen. Sobald ihr die Taste L drückt, könnt ihr Create New Team. Das macht natürlich einer von euch dann. Und dann wählt ihr auch eine Starterbase aus. Achtung, die Starterbasen sind unterschiedlich schwer. Haben alle verstanden, was los ist? Ja, ja. Mhm. Yes. Create new team. Spark. Gehen wir rein. Und jetzt können wir gucken, was wir als Startbase nehmen. Aber ich werde nicht so ein hartes Ding wahrscheinlich nehmen. Einen Brunnen oder sowas. Oder eine Kugel. Ich werde Basic Island nehmen. Und zwar mit Spruce Trees. Create. There we go, da sind wir. Willkommen zu Create Life 5. Und jetzt sind wir auch erstmal sehr weit weg von allen anderen. Der Gewitter ist übelst schon direkt zu Beginn. Und ja, was sollte ich sagen? Hier ist auch noch eine Wasserquelle. Wie tief geht denn das hier? Da liegt ein Eimer rum. Und dann ist hier eine Lavaquelle. Wahrscheinlich kann ich den Lava-Eimer nehmen. Oder kann ich hier Lava holen. Hier kann ich dann Wasser holen. Zuerst muss ich aber die Lava rausholen und dann das Wasser. Dann machen wir daraus einen Cobble-Generator oder so, ne? Es gibt, glaube ich, keine Kiste, wenn ich es richtig sehe. Hier ist eine Koralle drin. Coral-Fan für Duper oder was? Boah, da muss ich aber aufpassen. Die kann ich nur mit einer Schere abbauen, ne? Da vorne ist dann, glaube ich, der Spawn.
Ja, ich bin jetzt hier einfach im Westen. Und dann starte ich einfach mal hier, indem wir Gas geben. Wir können uns Holz holen, ganz normal, wie wir es kennen. Ich werde hier die Blätter natürlich jetzt wieder mit weghacken und sowas. Dann hier ein Baum nach dem anderen. Und wir gucken mal. Also normalerweise sollten wir jetzt beim Advancement was kriegen. Advancements. Hier, das ist das Ding. Great Life 5, das Advancement ist jetzt freigeschaltet worden. Und hier kann man auch durchgehen, den Advancement Tree weitermachen, um fortzuschreiten. Wir kennen uns schon ein bisschen mit Great aus. Ich weiß jetzt nicht, wir haben super viele Addons, wahrscheinlich sehr viel zu entdecken. Deswegen würde ich vielleicht mal so halb hier ein bisschen drauf gucken, so Questbuchmäßig, dass wir vorankommen. Naja, aber fürs Erste geht's los. Wir sollten uns mal einen Cobblestone-Generator machen, ne? Damit wir ganz viel Stein haben, dann eine Spitzhacke und das Typische, wie man eigentlich in Skyblock anfängt. Dieses Jahr Create in Skyblock-Variante, finde ich nicht so schlecht. Ne? Ist okay. Ich bin mal gespannt, weil Elements wird es ja auch wieder in Skyblock geben. Mal gucken, wie viele Leute dieses Jahr dann in Elements reingehen, weil ich schätze mal, viele wollen nicht zweimal dasselbe machen. Aber das wird da nötig sein, weil Sapling, please. So, zwei habe ich schon mal gekriegt. Wird aber nötig sein, weil die Sky-Leute wieder nur die Enchantments kriegen. Aber das ist wieder was anderes. So, Leute, ich werde nochmal demnächst, wichtige Info, ein Tutorial machen zu Create. Jetzt zum Projektstart ist das nur notwendig. Ich habe es vorher leider nicht geschafft. Wir haben noch All the Mods ziemlich lang gespielt. Und komm, wir machen uns mal hier die Basics. Ich crafte alles durch. Holen wir mal die Sticks, Crafting Table. Und auch hier wieder Call to Action, wie immer, ne? Also immer mittwochs bis sonntags zwischen 19 und 20 Uhr startet der Stream auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Dort werden wir immer Create Live loslegen. Und ihr seht den Inhalt schon ein bisschen früher als in den Videofolgen, weil das obviously, erstmal muss ich es aufnehmen und dann kann ich es auf Video bringen. Daher der Hinweis. So, und ich habe mal kurz eine Axt gemacht, ganz normal eine Holzaxt. Bauen wir uns mal hoch. Ich werde die jetzt dann wahrscheinlich gleich verbrennen im Ofen oder sonst wo. Ich habe schon gesehen, ich habe die Insel ein bisschen erkundet eben. Im Keller ist Lava, die können wir uns da holen. Es gibt hier keine Starterkiste, ne? Hier gibt es rein gar nichts. Oh, und jetzt weiß ich auch, warum es gewittert aktuell, glaube ich, nur um das Wetter da ist, weil diese Inseln, die auf schwer spielen, könnte ich mir vorstellen, dass die irgendwie mit dem Kessel Regen sammeln müssen, ne? Damit sie Wasser bekommen. Und der Zeppling, nein, fällt runter, aber ich hab ein paar schon gekriegt. Wir haben schon Setzlinge und wir haben zwei Bäume abgebaut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon Plus gemacht. Ich würde aber sehr sparsam jetzt am Anfang hier mit umgehen, wenn ich die Blöcke abbaue. Ne, sicher ist sicher. Immer schön nochmal mithelfen, damit die jetzt nicht irgendwo hier drunter fallen. Und dann gehen wir gleich in den Keller und machen unseren Cobble-Generator. Oh yes. Ja, wir haben im Intro gesehen, was alles möglich ist. Es sind super viele Create-Add-ons, mehr Fokus auf Create und weniger auf World Generation und sowas. Aber der Nachteil ist, es gibt keinen Bohrer. Also, wir können Bohrer machen, aber der bringt nichts. Wir können nicht Bohrer fahren dieses Jahr. Wie enttäuscht seid ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Kein Bohrer fahren? Create ohne Bohrer fahren? Ohne den Keller vom Nachbarn wegzubaggern? Dann gibt's doch nicht. So. Normalerweise haben wir den Keller vom Nachbarn weggebaggert. Aber nein. Die Zeiten sind leider vorbei. Aber warte, ich glaube, ich muss hier den Baum wahrscheinlich hinsetzen. So, dann haben wir erstmal ein bisschen was hier bekommen. Soweit so gut. Ich würde den Crafting Table nochmal platzieren. Ich würde mal eine Kiste machen, damit wir wie immer direkt zu Beginn die wichtigsten Sachen lagern. Ne? Nicht, dass ich irgendwo ins Void falle, alles ist weg, das wäre schade. Dann gehen wir jetzt mal nach unten in den Keller, tauchen durch das Wasser durch. Hat man schon gesehen? Gesehen irgendwas Besonderes? Ne. Und hier unten haben wir jetzt einen Eimer in einem Itemframe. Das ist invisible. Und hier kann ich jetzt die Lava mitnehmen. There we go. Wir werden hoffentlich keinen Unfall bauen und kein Obsidian oben uns hinsetzen. Ich brauche ein bisschen Cobblestone. Okay, pass auf. Wir lassen die Insel auf Default. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt hier rein. Ich brauche jetzt... Oh. Mit Ofen werde ich hier wieder Steine hinsetzen, ja. Das ist erstmal nur, weil ich kurz welche brauche. Und zwar 6 Stück. Die 6 Steine werde ich dann wieder hinplatzieren. Auch wieder Cleanstone, damit alles ordentlich ist. Wir wollen vielleicht die Insel schön hinterlassen. Und jetzt heißt es ein Crafting Table. Jetzt mache ich hier eine Stair hin. So. Und dann kann ich nämlich jetzt hier einen sehr, sehr chilligen Cobble Gen machen. Und wenn ich das jetzt abbaue, dann haben wir hier unseren
Kovilcan, hey. Und der ist klein, aber fein. Wir holen uns ein bisschen Stein und sehen mal zu, dass unsere Pickaxe jetzt gleich upgraden. Dann werde ich ein bisschen die Insel vergrößern. Und dann geht das hier los, würde ich sagen. So, die Baumfarm steht erstmal. Wir haben jetzt hier vorne Trees gesetzt mit Cobblestone und uns hier so ein bisschen runtergebaut. Ich habe hier mal einen Block über den Kopf gesetzt, damit hier keine Phantome spawnen können. Im Fall des Falls ist auch wieder Tag. Und hier unten sind die Bäume platziert. Ich habe mal vier kleine gemacht und einen großen. Der große ist halt geil für richtig viel Holz, ne? Aber ja, ich habe wieder ein bisschen Stein hier übrig. Der Plan ist jetzt folgendes. Das erste, was ich brauche, ist ein Knochenmehl. Wenn ich ein Knochenmehl habe, sag mal, wächst hier eigentlich nichts? Die Wheat Seeds sind überhaupt gar nicht gewachsen. Wenn ich einen Knochenmehl habe, kann ich eine zweite Wasserquelle machen. Und das geht, warte mal, habe ich irgendwo hier unten noch Sand auch drin? Nee, ne, die waren im anderen Loch drin. There we go. Und ich werde jetzt vorsichtig diesen, ist das Sand oder Suspicious Sand? Nee, das ist Sand. Den würde ich einfach mal abbauen, so. Weil wir werden versuchen, Seegras zu machen. Und ich glaube, kann ich nicht einfach so Seegras züchten? Ich glaube, ich brauche sogar zwei Bone Meal demnach. Hier müssen wir dann einmal Wasser reinkippen. Knochenmehl nutzen für den Seegras. Nochmal Knochenmehl nutzen, um es zwei Blöcke hochzumachen. Chat hat es richtig gesehen. Wir haben ja noch, noch Knochenblöcke hier. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Brauchen wir die für was anderes noch? Nee, kann ich aber nehmen. Jetzt habe ich unten Seegras, ne? Seegras, auf jeden Fall zwei Block hoch Seegras. Abbauen. Dann hätte ich jetzt hier eine Wasserquelle für meinen Cobblegen. Und ich habe nochmal eine neue Wasserquelle. Ahaha. Zweiten Wassereimer. Sehr schön. Kann ich denn hier, wenn ich einfach nur add create gehe, mir jetzt hier erstmal ein Wasserrad machen für den Anfang? Ich wollte schon gerade sagen, hier, ein Windrad ist vielleicht ein bisschen zu viel für den Anfang. Außerdem so eine Dampfmaschine ebenfalls, aber ich kann noch bestimmt einen Waterwheel. Kann ich hier Waterwheel? Oh, das sieht anders aus. Es gibt ein kleines Wasserrad und es gibt ein großes Wasserrad. Eieieiei, das große Wasserrad, alright. Zwei Quellen da oben drauf, ne? Man kann noch Holz drauf verwenden, damit es anders aussieht. Alright, zu craften wäre das nicht so viel teurer. Das ist das kleine Wasserrad. Das kleine Wasserrad, da brauche ich eine Wasserquelle. Und mehr Wasser, das finde ich aber gut, dass die das gemacht haben, dass das nicht mehr Energie gibt, je mehr Wasser du platzierst. Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Achso, und bevor wir das machen, ich brauche jetzt mal ein kleines, mal brauche ich einen Schaft. Da brauche ich Andesit-Alloy. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt schnell Andesit-Alloy her? Ich brauche Andesite als solches, Industrial Iron Nuggets. Oh mein Gott, warte mal, bevor ich da hinkomme, das wird eine Weile dauern. Eisen, normalerweise hat man doch früher, hatte man Andesit und Eisen-Nuggets gebraucht. Jetzt braucht man Andesit und Industrial Iron. Wie kriegen wir denn Industrial Iron hin? Indem ich eine Iron Sheets kompakte. Oh, nö. Das ist ein bisschen aufwendiger jetzt. Ansonsten Zink. Wie kriegen wir denn Zink hin? Zink. Wenn wir halt schmelzen, ne? Ich kann Zinkohr, muss ich aber erst crushen. Aber dafür brauche ich ja auch wieder Andesit und sowas. Und da steht Azurin rein. Raw Zink. Oh, Leute, wir müssen uns diese ganzen Sachen einmal in Ruhe reinziehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen umfangreicher. Also so ganz easy und so ganz schnell kriege ich so ein Teil hier nicht hin. Dieses Industrial Iron Nugget ist ein bisschen aufwendiger, Zink Nugget genauso. Ich glaube, wir kommen erstmal nicht so schnell an das Andesit Alloy ran, wenn ihr mich fragt. Also Zink erstmal eh nicht. Hier halt craften und so, ne? Und das ist halt durch Pressen. Iron Sheet in der Presse drin. Aber um das alles zu machen, brauche ich doch erstmal Andesit Alloys. Also ich hoffe mal, vielleicht kann uns hier der Advancement Tree so ein bisschen helfen. Bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich über Handcrank erstmal, ne? Ja, also ich glaube, hier oben der Tree ist der, den wir lang gehen sollten. Ich wollte schon wieder zu viel auf einmal. Mit Wasserrad wird's noch nichts. Da müssen wir erst hin, glaube ich. Mal schauen, wo uns die Advancements hinbringen. Ich gehe mal hier oben durch. Gut, Leute, als nächstes, ich habe jetzt hier unten ein Feld hingebaut und auch mal die kleinen Bäume weggemacht. Der große ist gewachsen, wir werden jetzt nur noch auf die großen Bäume gehen, selbstverständlich. Hier unten haben wir jetzt nochmal ein neues Feld hingesetzt. Hier oben werde ich das Weizen aber erstmal lassen. Und zwar machen wir jetzt hier was anderes hin. Wir müssen nämlich mit Sonnenblumen arbeiten, um dieses Azurin zu bekommen, wo wir Zink rauskriegen, brauche ich Crushed Sunflower Seeds. Und die kann ich auch im Millstone dann crushen. Und diese Sunflower Seeds, die kriege ich aus einer Sonnenblume raus. Aber ich muss hier die Oberseite abbauen. Und dann ploppen hier Sunflower Seeds raus. Diese kann ich verarbeiten.
Aber bevor ich das tue, sollten wir natürlich vermehren. Also, kommen jetzt hier die Sonnenblumen hin und die muss ich jetzt warten, bis die ausgewachsen sind. Und wenn die 100% fertig sind, kann ich oben die Teile wieder abbauen. Dann kriege ich wieder weitere Sunflower-Seeds raus, nochmal 3, glaube ich, pro Pflanze. Und die können wir dann in Azurin umwandeln. Warum brauchen wir Azurin? Azurin brauchen wir für Zink, weil wenn wir nämlich beispielsweise so einen Water Wheel haben wollen, brauche ich ja dann hier diesen Schaft. Dafür brauchen wir Andesite Alloys. Für Andesite Alloys, das geht jetzt nicht mehr mit Eisennuggets und Andesit, sondern mit Zink und Andesit oder mit Industrial Iron Nugget. Aber das ist ein bisschen komplex, da brauche ich schon Blaze Burner und alles Mögliche. Zink Nugget kriegen wir, indem wir Azurin crushen in unserem Milling-Ding. Ne? Und das kriegen wir, indem wir halt die Sunflower Seeds zusammen machen, die aber auch schon mal gecrushed sind. Also zweimal crushen, ne, und alles zusammen, dann läuft die Sache. Wir haben außerdem noch festgestellt, dass wir sehr viele verschiedene weirde Rezepte haben. Sand können wir jetzt nicht mehr im Ofen brennen zu Glas, sondern Sand brennen wir zu Netherquarz. Und dann mit Netherquarz und Cobblestone kann ich auch dann Kerlzeit herstellen und so weiter und so fort. Also ein paar neue, interessante Rezepte gibt es auf jeden Fall. So, und dann ja, würde ich aber sagen, starten wir trotzdem mal los mit den Basic-Rezepten, weil Lord Advancement Buch müssen wir jetzt hier hingehen und so ein Stone Mill und Human Energy machen. Kann ich das eigentlich anpinnen hier drüben? Nee, kann ich nicht, ne? Steht hier ernsthaft Hände an die Corks? Gib mal den Grinder. RGB, was geht eigentlich ab? Alright. Hand Crank. Da gibt's aber mehrere, ne? Also wir hätten einmal den normalen, den habe ich ja schon hier drüben, aber gab es nicht noch ein anderes Ding? Bin ich mir gerade nicht sicher. Hier, ich habe ein bisschen Stein jetzt geschmolzen, weil das brauchen wir, um voranzukommen. Dann nehme ich eine Handcrank, dann brauche ich hier mal ganz kurz wieder Spruce Planks und dann haben wir hier erstmal das Ding. So, dann im nächsten Schritt brauchen wir den Millstone und der war jetzt auch noch ein bisschen special, da brauche ich Stone Slabs. Dafür habe ich die auch gebrannt. Stone Slabs her. Dann brauche ich hier so ein Stone Casing und dafür nehme ich jetzt einen Clean Stone. Und den Clean Stone, den packe ich auf einen entrindeten Holzstamm drauf. Dann habe ich jetzt hier ein Stone Casing von Cube.js. Alright, und dann kann ich hingehen, Millstone, und wir haben hier jetzt den Grid. So. Und ich würde sagen, das Crushen und alles machen wir dann einfach mal hier unten. Hier ist der Millstone, hier ist die Handcrank. There we go. Und wenn ich jetzt in die richtige Richtung will, dann müssen wir natürlich auf unsere Sunflowers warten. Kann ich die damit bauen, mir so ein bisschen? Oh ja. Oh yes, natürlich kann ich das. Ist das denn 100%? Ich glaube, ja, das war gut. Das war sehr gut. Ich habe ja noch ein bisschen Knochen mit übrig. Ich habe, glaube ich, sogar eins gewastet. Aber kann ich hier den? Oh. Ja, wir können hier ein bisschen Gas geben. Eins, zwei, boop. Eins. Okay, jetzt habe ich noch einen Knochen mit übrig. Hier mache ich auch noch überall die weiteren Sunflower Seeds hin. Dann lassen wir das wachsen. Ja, Azurin dauert es noch eine kleine Weile. Also ich hätte eigentlich schon gesagt, es wäre ein sehr schönes Ziel, wenn wir das Water Wheel so ein bisschen angehen würden, ne? Also so 2 Zink-Nuggets würde ich ja schon fühlen. Also Crushed Seeds, ne? Ich würde, ja. 2 Sunflower Seeds könnten wir schon nochmal verwenden. Hier ist nochmal ein Knochenblock drin. Und ich hoffe mal, den kann ich hier ganz entspannt dafür nehmen. Komm her. Benutzen wir das nochmal. Ich werde dann auch hier hoffentlich Setzlinge dann auf Dauer machen können, aber mache ich mal den hier, habe ich 3 Stück gekriegt, einen wieder angepflanzt, 2 habe ich übrig. Dann tun wir das jetzt mal hier in die, kann ich das da reintun? Warum kann ich denn, ich glaube dafür brauchen wir einen Zahnrad, ansonsten geht's nicht. Man muss, ja, toll, und um Zahnrad zu machen, brauche ich wieder einen Schaft. Das macht gerade keinen Sinn, wie soll ich denn da hinkommen dann? Was ist mit dem Ding hier, ne, so ein Teil, oh, das geht aber. Das ist so eine, alright. Dann kann ich die hier upgraden. Komm her. Wenn wir das Holz nehmen, kann ich das direkt schon upgraden. Und das ist jetzt, glaube ich, mit Zahnrad eingebaut. Wenn ich da jetzt dran, nee. Vielleicht so von oben, ja. Ah, und jetzt kann ich hier drehen, na sehr gut. Dann kann ich das hoffentlich hier drauf droppen. Einmal Sunflower Seeds, einmal Crushed Sunflower Seeds.
Zweimal Crushed Sunflower Seeds. Ich hab's. Sehr gut. Dann als nächstes. Ich würde sagen, lass mal zwei Stück machen. Gravel haben wir. Zweimal Gravel haben wir. Dann geben wir den Gravel raus. Droppe ich den wieder rein. Mache ich zweimal Sand. Sand machen wir zu Quarz. Habe ich zwei Quarz. Dann machen wir jetzt Stein, Stein. Quarz, Quarz. Dann kriege ich drei Calcite raus. Calcium, ja. Jetzt, ey, geh mal weg hier oben. Ah, ich kann nur hier klicken. Dann kriege ich Azurin. Und das Azurin kann ich wieder crushen. Zwei Stück zu zwei Zinken-Nuggets. Und dann würde ich ein Zahnrad hinkriegen. Ein Zinken-Nugget. Zweites Zinken-Nugget. Und jetzt könnte ich hingehen für einen Water Wheel. Würde ich sagen, einmal so einen Schaft machen, Nugget an die Seite. Ah, stopp, jetzt fehlt noch Andesite. Ah ja, warte. Ein Andesite machen wir. Diorit mit Cobblestone und Diorit wieder mit nochmal zwei Calcit. Soll ich gleich ein bisschen, ich mache ein bisschen mehr fort. Acht Andesite. Andesite Alloy. Boom. Dann können wir jetzt endlich ein Water Wheel bauen. Und nicht nur das, ich werde direkt ein großes Water Wheel bauen. Also so viel Wasser haben wir ja noch. Und das wird dann nach vorne hin platziert. Und in der Zeit würde ich mal noch mal kurz hier farmen. Phantome kommen jetzt gerade keine, weil ich Block über dem Kopf habe. Da, das reicht aus. Wir holen ein paar Steine, damit wir die Struktur um das Wasserrad bauen können. Also hier oben sind wir erstmal am Ende angekommen. Redstone ist halt die Sache, der Tree hat hier geendet, witzigerweise. Ich dachte, hier geht es noch weiter mit der Quest. Nee, das ist nicht der Fall. Ich könnte halt hier unten Richtung Machinery gehen und sowas. Also ich glaube, wir müssen drastisch die Sonnenblumenproduktion hochschrauben. Bäume fällen, die Saplings kompostieren, richtig viele davon. Ganz viel Kompost machen, ganz viele Sonnenblumen mit Knochenmehl düngen, Azurin kriegen, Machinery Frames hier erstmal machen und so. Ne, da ist halt das Water Wheel und so. Aber Iron Robbery gibt das her. Aber ich glaube, das muss ich nur einfach nur irgendwie aufsammeln, ne? Redstone ist anscheinend auch gecustomized, wenn du Sand crushen bist. Aber es muss Red Sand sein, ne? Ja, und Red Sand kriegst du, wenn du Granit crushst. Granit kriegst du, wenn du Sand mit Quarz anreicherst. Also ist eigentlich alles, was wir machen können. Nur das Problem, also ich brauche ja kein Redstone erstmal. Leute, ich habe den Weg. Ich habe den richtigen Weg vor Augen. Wir müssen Crimside herstellen. Ich habe es rübergepackt. Und Crimside, das können wir dann umwandeln in Sand mit dem Millstone. Und um Crimside herzustellen, brauche ich halt Redstone und Gravel. Und um Redstone herzustellen, brauchen wir halt hier schon wieder den Red Sand. Dann brauche ich Granite. Dann brauche ich Sand und Quarz. Quarz, nämlich Sandbrenne. Sand aus Gravel und Gravel aus Stein gecrushed im Milling. Alright, also es hängt alles zusammen, wir kriegen das aber hin, denke ich. Und dafür würde ich Folgendes machen. Wir bauen erstmal den großen Baum hier ab. Aber bevor wir das tun, würde ich versuchen, da nochmal erstmal hier so spiralförmig mich hochzuarbeiten. Und mit Holzscheren die Blätter mitzunehmen. Und die Blätter, die mit den Holzscheren gesammelt wurden, diese können wir jetzt kompostieren. Habe ich noch alles ansonsten im Inventar dabei? Ja, habe ich. Da mache ich nochmal einen weiteren Crafting-Table. Der kann dann einfach mal hier hin. Und einen Großteil von dem Holz, was wir jetzt kriegen, werde ich Folgendes machen. Eine Schutzplattform aus Slabs über diese untere Plattform hier, damit nachts keine Phantome mehr kommen, wir in Ruhe weiterarbeiten können. Das wäre der Plan. Und den Cobblegen und alles werde ich nach unten verlegen. Und die Plattform werde ich noch größer bauen. Und ja, das ist jedenfalls der Plan. Dann gucken wir mal, wie viel Knochen wir rauskriegen, wenn ich den Baum abgebaut habe. Und dann kann ich halt Vollgas geben wieder, ne? Gut, Leute, wir haben die nächste Nacht überlebt. Ich habe hier oben ein Zwischendach drauf gebaut, damit wir vor Phantomen geschützt sind. So ein kleiner Unterstand, alles passt. Wir haben weitere Seeds gemacht. Ich habe weiter große Materialien gemacht. Ich habe 17 Sunflower-Seeds hier gerade übrig und so. Vielleicht kann ich sogar einen da mal aus Spaß essen oder so. Hier vorne ist unser weiterer Millstone. Die Crank ist da und alles Mögliche. Und hier baue ich jetzt unser großes Wasserrad rein, weil ich glaube, das haut hin. Und mit dem Wasserrad, den verbliebenen Shafts und Zahnrädern, die ich dann herstelle, kann ich es hoffentlich hinkriegen, den Millstone zu betreiben. Das wäre zumindest schön. Also, dafür würde ich mal hier hingehen, zwei Blöcke hoch. Jetzt nehme ich das Wasserrad und wir packen es dran und es ist riesig. Es passt sogar ganz gut hier rein, aber ich glaube, ich muss oben jetzt, ja, oben muss ich leider nochmal ein Loch reinlassen, denn da muss Wasser hin, hier muss Wasser hin und hier fließt das dann so runter. Ich brauche zwei Water Buckets, die wir jetzt da oben drauf packen. Gehen wir nochmal an den Baum hier hoch.
Ja, es kann jetzt kein Baum wachsen, wenn wir hier sind. Aber komm schon, wenn ich den jetzt hier drauf setze. Nee. Jetzt dreht sich's. So, dann habe ich nochmal einen weiteren Wassereimer, dass wir die maximalen Stress-Units kriegen. So, ja, nee, war doch dann schon richtig. Huch. Warte, jetzt dreht sich's in die andere Richtung. Ist das so richtig? Also, wenn eine Quelle reicht, die Stress-Units immer gleich bleiben, dann soll mir recht sein. Dann passt das erstmal. Alright. So, und ich glaube, ich brauche eine Gearbox. So, und da ist aber wieder alles zu teuer hier, Leute. Zu teuer, viel zu teuer. Folgendes. 18 Stück dump ich jetzt da rein. Die werden jetzt gecrushed. Damit machen wir uns nochmal an die Seed Alloys. So, Leute, Planänderungen, doch keine Gearbox. Wir gehen hin und machen das jetzt so. Und dann habe ich jetzt hier einen Millstone, der uns einfach die ganze Zeit das durchcrusht. Die Frage ist halt, wie schnell? Also erstmal ein Gravel haben wir draußen, aber wir können das noch ein bisschen beschleunigen, wenn ich mich das hier abbaue. Und dann kann ich das hier machen. Und dann kann ich jetzt hier den Millstone hinsetzen. Dann müsste der ja schneller gehen, ne? Und Stück für Stück wird uns jetzt passiv Zeug erstellt. Vielleicht kann ich ja parallel noch einen zweiten Millstone irgendwo hinknallen. Und da auch nochmal Sachen durchcrushen. Ja, ich könnte jetzt theoretisch hingehen. Hold on, ich habe eine Idee. Wir könnten weitere Zahnräder. Ich mache nochmal zwei Stück, will nicht zu viel auf einmal machen jetzt. So. Dann baue ich das hier nochmal ab. Nehme ich das kleine Zahnrad, setze es eher da vorne. Setze hier noch eins und da noch eins hin. Und dann kann ich jetzt hier hinten, oder hier vorne dran meinetwegen, zwei Millstones setzen. Können wir nochmal einen neuen Millstone machen? Der wird ja nicht so, naja, so ein Casing auf entrindetes Holz. Das, das. Dann Cleanstone drauf, dann abbauen. Dann gehen wir hier hin, dann mache ich nochmal weitere Slabs. Mache ich nochmal einen Millstone parallel, sodass ich beides gleichzeitig machen kann. Den setze ich dahin, dann wird das halt in unterschiedliche Richtung gecrushed. Aber dann können wir in den einen jetzt die ganze Zeit Kobbel reinschmeißen. Und der andere, der darf uns schon mal den Kies durchcrushen. So, ich finde es auch geil, wie im Stream gerade Leute gesagt haben, nein, das geht nicht. Doch, geht. Geht. So, dann habe ich jetzt hier Sandproduktion, Kiesproduktion und alles, was ich sonst so brauche. Ich könnte auch jetzt noch weitermachen und auch mehr von denen machen. Let's go, das sieht doch schon mal gut aus. Dann kann das jetzt ganz in Ruhe durchgecrushed werden. Das freut mich aber. Und ich würde hier sagen, ein so ein Sunflower-Sie, den kann ich mal essen. Hat leider nur nicht viel gebracht, aber na, besser als nichts, schätze ich mal. So, ich hole ein bisschen Stein, wir machen mal weiter. In der Zeit darf das unten gecrushed werden. Leute, es wird Zeit. Wir hauen hier einen Andesit-Inge drauf. Boop. Und damit haben wir jemand anderes hat Feinde bekommen. Ein Andesite Casing, das brauchen wir. Es gibt hier so einen Extruder, der soll besser sein als der Bohrer, deswegen habe ich den kompletten Plan nochmal geändert. Der Bohrer hat, glaube ich, auch so ein Ding gebraucht, aber dieser Extruder, der sorgt dafür, dass wir auch hier einen Cobble-Generator haben. Check gerade nicht, warum das extra Maschinen noch dazugekommen ist. Unten halt irgendwie, glaube ich, noch einen normalen Block einfach dazwischen. Und rechts und links dann Wasser und Lava. Ich brauche sogar gar nicht mal eine Stair. Und ich weiß nicht, ob man da rechts klicken kann oder ob das auch mit Hopper irgendwie funktioniert. Mit Förderband und so einem Funnel geht's auf jeden Fall. Vielleicht muss ich einfach so einen Andesit-Funnel dran setzen, dann ploppt der das dann so irgendwie so raus oder sowas. Da können wir nochmal gucken. Und der ist halt einfacher zu craften als ein Bohrer. Der Bohrer braucht ja Eisen. So. Und dann brauche ich jetzt erst nochmal Glas. Und Glas ist jetzt wieder so ein Ding. Da muss ich nochmal ganz kurz hier hinpacken. Das ist nämlich ein bisschen anders gemacht worden. Glas, dafür muss ich dieses Glass Powder herstellen. Und das kann ich hoffentlich. Ne, da fehlt nochmal Calcite, eine kleine Portion. So. Dann kann ich hier Glass Powder herstellen. 4 Stück. Und 3 brauche ich. Und dieses Glass Powder, das kann ich jetzt im Ofen brutzeln. 4 Stück durch. Und dann gibt es Glas. Alright. Ist jetzt ein kleiner Umweg gewesen, aber was soll's. Schön. Dann darf das nochmal ein bisschen weiterlaufen. Und ich verliere immer noch weiter Hunger. Ich kann aber gerade nicht. Hat keine Option. Ein Weizen darf nochmal, dann ziehe ich mir ein Brot rein oder sowas. Hier gibt es auch Value immer noch drunter gestellt. Was das bedeutet, muss ich noch rausfinden. Ich meine, RGB hatte mal gesagt, dass irgendwie mit einem Wert oder so, mit einem Value, man irgendwie auch noch Punkte oder sowas sammeln kann. Da müssen wir mal schauen am Ende. Aber eins am anderen. Okay. Habe ich jetzt hier aus dem alles nochmal rausgeholt. Das passt. Dann würde ich aber sagen, komm, lass nochmal 32 hiervon durchcrushen. In der Zwischenzeit, Gravel geht schneller als Stein. Dann gucken wir rüber. Hier ist das Glas und ich habe ja noch alles ready.
Dann baue ich jetzt hier den Mechanical Extruder hin. Dann kann ich hier einfach mal ein Stone Casing nehmen als Deko oder sonst was. Ich hoffe, ich habe genug Abstand zu meiner Holzdecke. Wenn ich jetzt gleich die Lava setze, nee, die wird brennen. Ich glaube, die wird brennen. Wir können es eh nicht hier hinbauen, denn ich brauche Wasserenergie. Und ich muss da direkt an so ein Zahnrad hier dran oder sowas. Warte mal ganz kurz, sieht das vorne eigentlich anders aus als hinten? Kann ich auch nicht... Doch, hier kann ich auch ein Zahnrad dran stellen, denke ich mal. Und der dreht sich aber auch in der richtigen Richtung. Also den könnte ich hier dran stellen und dann würde der funktionieren. Ich würde das aber eher mit Schafts verknüpfen und ein bisschen weiter nach vorne schieben oder so. Und dafür muss ich hier nochmal die Fläche etwas größer bauen. Ja, ich baue etwas größere Fläche. Das ist nicht überdacht, sodass hier hinten mir nichts anbrennt. Ich mache nochmal zwei weitere an der Andesite Ingots. Dann kann ich daraus nochmal 8 Schafts machen und dann führe ich einfach nur die Schafts ab. Nach hier vorne so ein bisschen, weiß ich nicht, 4 oder 5 Blöcke nach hier. Dann baue ich das Ding hin und dann kann ich mal von hinten hier ran und mir dann die Steine raushauen oder sowas. So Leute, da kam gerade ein Advancement raus. Wir haben Redstone am Start. Ich habe das alles jetzt mal durchgecrushed, umgewandelt und ich habe hier hinten auch noch ein bisschen Hexerei betrieben. Ich habe das Wasserrad genommen, ein großes Gesetz auf ein kleines übertragen, damit es schneller geht. Ein großes Drangang auf ein kleines übertragen, damit es schneller geht. Und dann habe ich jetzt also zweimal verschnellert und unser Extruder, der macht jetzt so alle 5 Sekunden irgendwie einen Cobblestone oder sowas. Und damit kommen wir schon noch mal ein bisschen schneller voran. Das läuft. Hier vorne parallel habe ich mir jetzt nicht getraut zu verschnellern. Ich weiß auch nicht, wie viel Stress Units das Teil jetzt hier verarbeiten kann und sowas. Ich würde sagen, wir hauen die mal weiter durch. Und wir haben jetzt Redstone rausgekriegt. Jetzt muss ich roten, nee, jetzt muss ich das hier machen. Da. Jetzt kriege ich Crimson Side raus. So. Und das muss ich jetzt noch mal wieder crushen und dann bekommen wir wieder nur 30% Chance. Das ist ja ultra low, aber damit könnten wir hingehen. Und mit etwas Glück halt jetzt hier unsere ersten Iron Nuggets kriegen. So, kann man ja mal 4 rein, jedes Teil. Mal gucken, wie lange das dauert und mal gucken, ob wir Glück haben. Also es waren jetzt 3, 4. Ach, eins wurde schon, die wurden schon verbraucht, deswegen ein Nugget habe ich. Ein Nugget haben wir. Hey, jetzt, das ist schon wieder strong. 2 Nuggets. 3 Nuggets. Ich glaube, ich kriege nur 3 Nuggets raus. Ja. Ich glaube, ich sollte ziemlich schnell mal hingehen und einen Fan zusammenbauen. Denn damit können wir dann Kies waschen, oder? Vor dem Wascher? Ja. Kies, das wird besser sein. Ich muss das jetzt am Anfang ein bisschen machen, bis ich genug Eisen habe für so einen Föhn hier, für so einen Ventilator. Und wenn wir den haben, dann können wir vernünftig waschen. Wie geht denn das eigentlich nochmal mit dem Brass? Wie kommen wir eigentlich hier nochmal hin, ne? Brauchen wir nochmal unter anderem, das ist dann später nochmal ein Fall für. Dann brauche ich dann Kupfer und Zink. Wie wir Zink haben, geht schon. Blaze Burner auch okay. Wie kommen wir denn Blaze? Wahrscheinlich, ah, der Nether ist dann bestimmt wieder normal, ne? Oder nein, Quatsch, ich kann den craften. Ich kann Iron Sheets machen. Und dann gibt es einen Empty Blaze Burner. Aber dafür brauche ich auch wieder, ach Gott, Leute, ich muss in Massen. Leute, ich muss in Massen jetzt erstmal das herstellen, was wir haben. Ich vermute mal bestimmt so eine Kiste Cobblestone, oder? Locker, weil du jedes Mal nur eine 30% Chance hast irgendwie und dann ein Teil muss in Sand gemacht werden und so und dann, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, meine Damen und Herren. Oder warte, wir können hier aufteilen in 2, machen wir da Kies und wieder Sand draus wird. Dann habe ich hier ein bisschen Gravel rausgenommen. Den vielleicht mal wieder mal dadurch. Ja, Leute, also jetzt wird es ein bisschen dauern. Jetzt müssen wir ordentlich crushen, bis wir da vorankommen und so einen Föhn machen können. Aber ich hoffe mal, dass jetzt, jetzt wird es wieder Nacht, das kann ich hier nicht raus. Wir noch mal oben was zu essen kriegen, dass weitere Sonnenblumen wachsen und dass es halt Stück für Stück vorangeht und so. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Holzkohle machen. Ich kann auch mal den Baum hier dann gleich abernten bei Tag. Ich gucke mal, wie langsam vorankommen, aber fürs Erste war das schon so ganz gut, denke ich hier. Aber da das Ganze jetzt ein bisschen länger dauern wird, würde ich sagen, ist hier eigentlich ein perfekter Stopp für Folge 1. Wir waren sehr produktiv, wir haben Create-Stuff gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da geht's weiter und hoffentlich nochmal um ein krasses, stärkeres, wie immer. Aber für den Anfang würde ich sagen, das sind die Basics, automatische Steinproduktion ist ein guter Anfang. Bis demnächst, das Krachen und ciao, ciao.